Guten Morgen. Tja, wie ihr gesehen habt, habe ich mir geschnitten. Jetzt bin ich gerade raus, laufe zum Auto. Jetzt habe ich hier ein Portemonnaie gefunden. Auch noch, also geht immer weiter. Mit Ausweisen drin und allem. Ach Mensch. Ich fahre ja bei der Polizei vorbei. Und daran eben was halt da ab. Oder? Was denn? Die Papiere. Portemonnaie, was ich gefunden habe. Also ich fahre jetzt zur Friesenstraße oder wie heißt die Jüterburger Straße? Ich weiß ja nicht, wie die Polizeiwache da, wo die da genau ist. Und werde das Portemonnaie mal abgeben. Da ist natürlich kein Geld mehr drin, ne? Das ist ein Ding, ey. Aber dass sie das dann nicht in den Müll schmeißen, sondern einfach so, oder wenigstens im Briefkasten. Oder einfach so. So, Portemonnaie ist abgegeben bei der Polizei und naja, ist alles eigentlich immer so unbefriedigend, weil die sind ohne happy mit ihren Aufgaben, die sie haben da bei der Polizei. Ja, jetzt kommen sie. Ja, hallo und tschüss. Wieso? Es ist halb? Naja. Ja. Muss aber auch schon sehr gut rechnen und. Und da ist er wieder in der Kammer des Schreckens. Ach, ist das furchtbar. Man kommt hier nicht raus. Die eigenen Räder, die ich aufgebaut habe, mal vor 6 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren, brauchen jetzt auch schon wieder einfach nur vom Stehen ein bisschen Service. Die sind ganz alt, das ist ein Rallye-Übergang vom BMX zum Mountainbike. Eines der ersten Mountainbikes sozusagen. Ja, noch mit großem BMX-Lager. Das habe ich damals den Rahmen irgendwie gehabt. Irgendwo günstig abgestaubt. Damals hat es ja noch keinen interessiert. Das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Ja, und dann habe ich es angefangen aufzubauen. In einer noch recht günstigen Version. Allerdings teuer sind die Diacomp-Bremsen, ne? Die sind nagelneu. New Old Stock sozusagen. Die sind top. Die werden wieder richtig hoch gehandelt irgendwie. Ich glaube, die kosten ja schon die Hälfte des Preises des Rades. Wenn jemand kommt, der will ein Rad für 200 haben oder so, dann schraube ich die Bremsen ab. Tja, das ist mir wieder zu groß gefallen. Problem war, hier war so eine Plastikhülse drauf. Und das hat sich durchgezogen, wenn man hart gebremst hat. Also so eine Plastikanschlaghülse, die war kaputt gebrochen, mit anderen Worten. Die müsste ich jetzt erstmal tauschen. Also das ist jetzt nichts Dramatisches, aber muss halt auch gemacht werden, weil ansonsten könnte das Rad natürlich nicht verkaufen. So halb gut. Abgesehen davon, dass es ein Sammlerstück ist und so. Aber die meisten Leute wollen es ja dann doch fahren. Naja, fertig. Also für den Winter habe ich schon einige Projekte jetzt beiseite gepackt. Ne? Da habe ich zum einen mal diese Nexus, diese wunderschöne, die ich dann als Lehrobjekt nehme für mich. Ja, wie gesagt, da habe ich ein bisschen Nachholbedarf mit Schaltnarben. Also die habe ich bisher immer gesagt, nee, mach mal, schick mal weg. Mach mal woanders. Wie mal, ist ja noch Garantie drauf. Die hatten ja immer ziemlich lange Garantie auf die Dinger. Dann habe ich hier diese Renak-Narbe. Damit war ja auch irgendwas. Kann mich mir gar nicht mehr entsinnen, leider. Was ja nicht so schlecht ist, ist mal nicht so voreingenommen. Ich glaube, die hat geknackt oder gequietscht oder irgendwas war damit. Ja? Ich hatte so 3 Sachen am Rad. 3 Sachen am Rad? Das ist zu wenig. Lenker, Pedale, Reifen, naja, mach mal. Soll ich runterkommen? Ja, bist du schon unterwegs. Komm runter. Ja, und zwar. Das Rad, das
ich weiß nicht, ich glaube, das liegt nicht so richtig drin. Auf jeden Fall schubbert das immer so ein bisschen, vor allem wenn ich auch in der Kurve irgendwie drin bin. Das ist eigentlich in Ordnung, aber die Speichen sind müde. Okay. Also wie kann ich speichern? Das würde dann bedeuten, neues Laufrad, weil die Speichen ersetzen ist teurer als einfach nur ein Laufrad reinschrauben. Naja, die macht's ja noch. Ja. Bloß das ist eben, dass die so flexibel sind ein bisschen. Die sind gedehnt und jetzt sind Zinkspeichen, die nachzuspannen, noch mehr Spannung drauf zu bringen auf müde Speichen, ist halt keine gute Idee. Okay. Ja, also in dem Fall macht es tatsächlich keinen Sinn. Mhm. In das Laufrad nochmal zu investieren. Austauschen. Das musst du entscheiden natürlich. Was meinst du, wie lange macht das noch? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, es macht es ja noch. Also es läuft. Es fährt und vielleicht fährt es auch noch ein Jahr oder so. Keine Ahnung. Na, die Speichen fangen an zu reißen. Dann. Okay. Aber ich fahre, wenn ich jetzt irgendwie, wenn jetzt einer reißt, passiert mir nichts, wenn ich da drauf sitze. Eigentlich nicht. Du merkst nur, es schleift. Ja. Kannst nicht mehr weiterfahren. Das war's. Alles klar. Ansonsten, ich habe ein bisschen Probleme mit der Sattelstütze, also mit dem hier. Also es gibt immer so ein bisschen nach und ich muss das alle 10 Tage eigentlich wieder ein bisschen nachstellen. Das hier? Mhm. Das öffnet sich oder was? Nee, ich weiß es nicht genau. Also oder ist das einfach der Stahl, der nachbiegt? Ich meine, Stahl kannst du ja endlos zusammenziehen, du bist ja auch. Einfach mal vielleicht eine Unterarkscheibe drunter machen, erstmal. Ja. Und dann. Ja. Aber eine Unterlegscheibe muss drunter eigentlich. Okay. Auch eine Kleinigkeit, ja. Hast du vielleicht eine Draht, die ich abstimmen kann? Ja. Was war noch? Und ich weiß nicht, ob das eine große Sache ist, aber wenn ich trete, dann habe ich immer so ein bisschen Spiel drin. Oder liegt das einfach nur an der, dass die Zahnräder nicht so gut sind? Also ich trete dann erstmal, wenn das Rad läuft, dann trete ich ja erstmal so ein bisschen ins Leere. Vielleicht ja. Auch. Ja? Also ja, kein Problem eigentlich. Gut. Eine Unterlegscheibe. Ja, ja. Runterrevidiert von 3 Problemen. Also heute, gestern bei der Polizei war der, ich meinte, ich muss eine Anzeige machen wegen Fahrraddiebstahl. Und ja, ah ja, dann nehmen Sie mal da drüben Platz. Dauert aber einen Moment. Ja, ich sage, ja, okay, alles kein Problem. Dann kam er raus und meinte zu mir, Sie können das auch, die können das auch online machen. Und ich meinte, ja, ich will aber ein bisschen was dazu sagen. Das ist ja, das geht jetzt nicht um diesen Fahrraddiebstahl für sich, sondern um diese Person selbst. Da würde ich gerne Anzeige gegen diese Person machen. Also gegen Fahrraddiebstahl, aber gegen diese Person. Und meinte, ja, aber dann dauert das jetzt eine halbe Stunde, weil ich habe jetzt vorher noch eben zu machen. Wahrscheinlich hat er keinen gehabt, der hat einfach nur keinen Bock gehabt. Auf online, machen Sie online dann zu. Das ist denen ja auch Arbeit, weißt du? Und sie dann hinsetzen und so. Ich habe gesagt, das ist kein Problem. Ja, hey. Ich sage, ist kein Problem, ich warte. Dann meinte er, okay, ist er los? Und kam aber nach einer Minute wieder und meinte, ach komm, dann kommen Sie mit, dann machen wir das gleiche, zieh ich sie vor. So. Hat die Akte voll? Ich war gestern da beim Bürgeramt, ne? Und sie, ich meine, ich habe ja nichts, um nachzuweisen, dass ich das wirklich bin. Ich wollte ja einen Ausweis haben. Ne? Ich bin da und sage, ich will einen Ausweis. Ja, haben Sie irgendwas? Führerschein, Reisepass? Nee, ich habe nichts. Ne? Okay, dann ich habe dann mein Gesicht mit dem Foto verglichen und das, was sie da bei sich da hatte im Computer. Ne? Und so, okay, ja, das sind sie. Das ist verrückt, ne? Wir haben alles. Naja, und über den haben sie eine lange Akte. Ey, das ist bestimmt so viele Einträge auf dem Monitor. So scroll. Ja, wird immer Zeit fürs Gefängnis.
Habe ich zu ihm auch gesagt. Ich meinte auch, naja, seht, das ist doch gut. Noch ein Ding drauf, noch ein Ding drauf. Ich weiß ja, das wird gesammelt. Da meinte er, ja, aber das Justizsystem ist halt schlecht in Deutschland, meinte er so ja zu mir. Das ist halt schwierig. Er schreibt im Grunde genommen drin noch eine Anzeige gegen jemanden, der eben gerade jemanden zusammengeschlagen hat. Ja, und der läuft draußen schon wieder an seinem Fenster vorbei, der Typ. Also insofern ist das alles für die Katz. Und sagt dann, bei Fahrraddiebstahl ist das eh alles für den Schredder, meint er. Das wird jetzt geschrieben, um dann die Schredder zu werden. Aufschreiben würden, es gibt tatsächlich sogar in der Schweiz oder sowas, Karten kannst du den Leuten dann in die Hand drücken, ich bin Autist oder irgendwie sowas, ne? Wenn die dann so blöd sind. Ja. Extra von so einem Verein, von so einem Autismusverein. Andere sagen dann wieder, naja, es erinnert ein bisschen an die Nazi-Zeit, ne? Wenn die Leute dann so ausgeschildert werden. Ne? Genau. Ja, das ist das Problem. Aber das ist... Wiederum, Blinde tragen ja auch so ein Blindenzeichen, ne? Ja. Das ist so, wenn man überlegt, naja, macht man es, geht eigentlich keinem was an. Andererseits würde es natürlich manchmal Situationen ein bisschen entschärfen, denke ich. Oder vielleicht, dass die Leute dann würden trotzdem gut gucken. Aber sie würden vielleicht das eher verstehen, wenn... Diese blöden Sprüche halt von wegen, zieh mal dein Kind richtig oder so, das ist... Naja, ja, das kommt Gott sei Dank nicht so häufig, eher so, dass die Leute dann ja, aber es ist trotzdem... Und man sieht es, dass sie das denken. Ja, weil die werden sie dann natürlich zu schlagen und gleich anzuschreien und zu beißen, wenn sie so nicht darüber gewissen. Stand dann an meinem Arm. Der Nagelzahn. Ja, schön. Es ist so. Es ist wie das, Marlies. Wir haben damit gleich ein Problem. Ja, und dann merkt man das so an so Kleinigkeiten, ne? Wie sie halt diesen Filzstift da ausgelutscht hat. Ich meine, 6 Jahre alt, ja? Steht die da mit einem blauen Mund, blaue Zähne, alles blau, den halben Zeh blau, komplett blau angemalt. Und ihren Wespenstich. Einmal so durchgekreuzt. Hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht. Hat sie ihn angekreuzt? Gemarkert? Genau da, wo der Einstich war, das Kreuz drüber. Hat sie weggestrichen. Da, Wespe, apropos. Ja, summ, summ, summ. Bienchen, summ. Mhm. Total witzig eigentlich. Genau über den Stich. Und das macht, also ich meine, Anouk hätte das nie gemacht in dem Alter. Das muss man einfach mal so sagen. Was ist jetzt hier? Wo kommst du denn her? Geh doch mal weg, Wespe. Da ist nicht mal Zucker drin. Nicht mal richtig Zucker drin. Ich mach ganz wenig nur rein. Danke. Ciao, ciao. Naja, jetzt hat Marlies quasi selbst erzählt. Ist ja auch schön. Muss man ja auch mal drüber reden. Ich mache ja da kein Geheimnis eigentlich draus. Das ist furchtbar laut. Ich mache ja da kein Geheimnis draus. Ehrlich gesagt, ich habe damit auch kein Problem, das anderen Leuten zu erzählen, weil zumal nett gefragt wird, ist das in Ordnung. Tantiden, ist die spastisch oder so? Ich meine, das muss noch nicht sein. Aber ja, Lumen ist autistisch. Hat es. Tommys Herder schweren Dinge, ey. Jetzt versuche ich den Automaten hier zu etablieren. Integrieren. Ja? Ja? Ja, ich möchte mein Fahrrad. Ich erlasse ihn für die Beredung. Anscheinend liegt mir ganz so klein. Klein, aber schwer. Ja, genau so. Wohl genährt. Tschau! Eine Stunde habe ich schon aufgenommen. Ist ja unglaublich. Dann ist die Kamera erst ausgefallen. Ist ja unglaublich. So, also. Jetzt hat gerade eine Dame den Laden verwechselt. Kam an mit Martin. Ich war gestern hier. Also ich bin mir 100% sicher, die war nicht gestern hier. Das Rad kam mir bekannt vor. Ja, weil sie am Samstag Räder bei mir, oder ein Rad bei mir gemietet haben. Stand sie da? Ja doch. Ja, nee. Ich sag, die ist voll nicht. Was sollte ich machen? Das wüsste ich gar nicht. Naja, aber sie war doch gestern hier. Und dann steht zufälligerweise gestern so, ja, so ein Rad drin, auch von der gleichen Firma. Aber da habe ich das Hinterrad gewechselt, Schlauch gewechselt. Also wir sind ein ganz simpler Schlauchwechsel. Nix Bremse und Züge und alles. So, jetzt ist sie zum anderen Laden gegangen. Wahrscheinlich haben sie da gemacht. Den Laden verwechselt. Die wollten eigentlich hierher kommen. Mensch, Mist.
Mini-Video. Ein Mini-Video, liebe Leute, und zwar von über das von Tommy über das Thema Pitlock-Sicherungssysteme. Sind sie gut, sind sie schlecht? Man weiß es nicht. Also, bei diesem Rad, der Teig zur Reparatur bekommen, Hinterrad, Schlauchwechsel. Der gute Mann hat alles abgesucht in der Wohnung. Er hat diesen Schlüssel nicht mehr, er hat die Sicherungskarte nicht mehr. Er hat nichts mehr. Also nicht hier von wegen, oh ja, der Tommy, der klaut hier irgendwelche Räder oder irgendwas, bricht irgendwas auf. Nein, macht er nicht. Ich zeige euch jetzt, wie sicher das ist. Oder auch eben nicht. Was man mit einfachem Werkzeug machen kann und was man ohne einfaches Werkzeug machen kann. Gucken wir mal. Also Pitlock-Sicherungssystem ist natürlich, ihr kennt es alle, so gesichert mit so einem individuell angepassten Inlay und außen gehärteter Schutz drum, damit man nicht mit einer Zange angreifen kann und drehen kann, weil wenn man dann angreift und drehen will, die Zange dreht durch, ist ein gehärteter Stahl und hier drin befindet sich ein individueller Verschluss, ein individuelles Verschlussmutterteil. Es gibt wohl an die 300 verschiedene Formen und dementsprechende Gegenstücken, Schlüssel, die man aufsetzt, so was wie Nüsse, die man da aufsetzt, die dann passen. So. Wäre dieses Teil hier nicht, wäre es wirklich schwierig, das Ding aufzukriegen, schonend. Aber es ist ja da, darum machen wir es damit. Kundschaft. Ja, bitte? Hi, ich bin's wieder. Ja. Der andere wusste auch nichts. Jetzt hör auf. Nicht. Ich flippe aus. Kann ich dir einfach da lassen und sie sollen nachher selber vorbeikommen? Weil ich habe jetzt auch kein Schloss. Ja. Na, ich schicke dich ja nicht in der Gegend rum oder so. Das mache ich nicht. Du kannst ja klar, lass das da. Aber ich, also wenn, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, vielleicht hat sie auch was verpeilt, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt auch nur das eine Schloss und ich will halt selber los. Und ich will das nicht unabgeschlossen irgendwo stehen lassen. Deswegen, das ist richtig. Wäre es cool, wenn ich es einfach hier lassen könnte. Dann soll sie nachher eben selber rumkommen. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Öffnen dieses wunderschönen Pitlock-Verschlusses. Also, ich nehme einen Schraubenzieher, diesen hier, und stecke ihn hier rein und drehe. Schaut mal, ey, ohne Scheiß, ich hab, zack. Habt ihr das gesehen? Wie simpel ist das denn? Also, das war wirklich simpel. Also Sicherheit total versagt. Normalerweise, ich probiere immer erstmal mit einem. Aber normalerweise braucht man sogar zwei. Ich zeige es jetzt nochmal. Also einen hier oben. Und einen hier unten nochmal. Und dann dreht man. Und dadurch, dass man diese Außenhülle hier hat, werden die, wenn man reindrückt, so stark rangepresst, dass man in den meisten Fällen das Pitlock schon so öffnen kann. Also das war jetzt echt grandios. Problem gibt es insofern, man kann es so nicht wieder einbauen. Also man kriegt es halt nicht damit fest genug eigentlich. Also da muss man schon wirklich den Schlüssel haben. Insofern ist das jetzt Asche. Aber es ist raus. Also das Ding hätte ich jetzt nicht gedacht. So einfach hier. Zack, offen, weg. Das war's. Kleines Video von Tommy. Für euch. Tretlager. Ich schau mal rein. Ich öffne. Nächste Stufe. Das hat sich hier schon runtergeschoben. Ach, guck mal, ey, ist das locker. Meine Güte, ey, wo kriege ich mal ein Werkzeug für, um das aufzumachen hier? Das sieht doch gut aus. Na los, wer hätte das gedacht? Ausholen, Fett neu machen, sauber machen. Na, sauber ist er, auf alle Fälle. Müssen wir nur noch neu fetten. Kaputt ist er aber. Das jetzt hier.
ich euch gerne bildlich zeigen, darstellen hier. Sieht man das? Wie angefressen die ist? Die hat einen richtigen Hack drin. Die kann nicht mehr rennen ins Lager. Brauner Zucker, also gesunde Senfsoße. Achtung, ich zeige. Ich habe gerade schon gegessen, ich hatte so Hunger, dass ich immer... Die gibt's doch ja nicht. Ich esse mal alleine, ist ja unglaublich. Setz dich aber mit dazu und guck mir zu. Das sieht immer toll aus. Ich bin der Einzige, der isst hier draußen. Willst du raus, sitzen? So lecker. Ich krieg die Schenke. Die war bestimmt ganz, oder? Die war bestimmt ganz, meinst du, wa? Ja, die ist zerbröselt. Eine Halogenlampe. Hier. Was ist denn das gewesen? Eine Halogenlampe. Ich gehe rein. Ach, guck mal, hier ist doch irgendwas geschrieben. Da ist ein Brief dran. Liebesbrief. Liebesbrief. Au, jetzt. Ja, Designstück. Mit Betonung vorlesen. Wenn ich es hier rauskriege. Voll mit eingeklebt. Mach ordentlich. Das ist mein erster Liebesbrief. Also mein erster Fanpost. Fanbrief. Das kriegt man gar nicht raus. Doch, doch. Es tut mir leid. Es ist wertvoll. Es klebt hier. Ach, hör auf damit, Tommy. Sieht furchtbar aus. Hier so. Steht. Jetzt bitte, weiter mit Betonung. Hallo Tommy. Oh. Hier also die besagte Halogenlampe. Ja. Also wusstest du doch. Na, ich dachte, Fahrrad. Die ist heile angekommen wegen dem Glas. Das Glas ist heil, ja. War von meiner Schwester, hatte ich jahrelang noch in der Wohnung, mittlerweile gegen LED getauscht. Vielleicht kriegst du noch was dafür. Ja. Ist aber auch schön daheim. Oder vielleicht kennst jemand, der sowas sucht. Ja. Hier hast du eine schöne Flurlampe. Und so schön. Ja, ich finde das nett. Gut, mit Bankverbindung? Ja, ist wahrscheinlich so ein Abfordruck. Ich will mir jetzt doch eine andere Kaffeemaschine holen, die ist mir zu groß. Die andere. Ich will eine kleinere. Aber die gleiche, so fand ich es ja so, aber eine andere. Also. Habt ihr eine Kaffeemaschine? Auch zu meine Frau will eine Kaffeemaschine haben. Der kommt demnächst hier die Post an. Nein, hör auf. Und bombardier nicht mit kaputten Kaffeemaschinen. Ich bin schon bemitleidet mit meiner Kaffeemaschine. Das ist doch Schwachsinn. Doch, jemand hat geschrieben. Ja, aber die Lampe ist gut. Da ist auch noch, hol mal die Birne raus. Da muss noch eine Birne sein. Ich muss den ganzen Tag jetzt so dastehen. Ach, weißt du, wie das aussieht? Heißt die nochmal? Wie wer? Mit dieser Waage. Justitia. Ja. Ah, die ist wirklich kaputt. Da oben sind die Dinger ausgebrochen. Ah, Kakerlake. Das ist schon ein geiles System, weil diese Schnüre selbst sind ja auch die Kontakte. Also das ist eigentlich schon ganz cool gemacht. Ja. Na, also hier läuft der Strom durch. Kannst du mal aufmachen? Ach echt, ja? Ja, das ist ja so ein Silberdraht. Das ist auch ein Draht. Das ist schon cool. Cool, danke. Kurbelarm ist auch durch. Das ist der Kurbelarm hier. Ich steck den ruf, der geht komplett bis einmal durch. Der so durch. Den kann ich ja nicht mal mehr festziehen. Ich kann fixieren, aber nicht festziehen.
kann man nicht machen. Ey, fahr das so lange wie die. Und wenn es nicht mehr geht, dann schmeißt es weg. Investier kein Geld in Nitrat. Das ist es leider nicht wert. Schade. Da ist zu viel dran kaputt. Ich will die Bremse einstellen hier bei dem Rad, ey, aber ey. Das mache ich nicht. Das Hinterrad ist im Arsch. Das mache ich nicht. Ich mache ihm vorne die Bremse. Den Bremsbelag neu. Mache ich vorne. Vorderrad platt. Was ist denn das hier? Was Last drin? Jetzt steckt hier Metall auch noch drin. Haben wir alle drin hier. Tada! Stecknadel. Nicht Stecknadel. Reißnagel. Jo, also auf dem Hinterrad sieht das folgendermaßen aus. Das lohnt sich einfach nicht, weil die Speichen sind hier alle durch. Die Felge ist auch durchgebremst. Das mag ich nicht, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Hey! Na? Mama kommt noch. Na, komm jetzt. Wir haben nicht. Oh, was ist denn das? Hanne besiegt. Ich muss jetzt gleich Skat hier. Ah, ja, nur am Rennen heute. Ja, Mittwoch, ne? Das ist wie ein Dudi. Mhm. Ein schön hingeklexter Dudi. Jetzt habe ich das eigentlich umgetauscht, weil das hinten wieder dieses komische Zeug dran hatte. Sedona. Das ist nur Himbeerpulver. Also, na, letztes Mal, als wir die hatten, das ist sehr, sehr säuerlich, was hier irgendwie so schwarz drin ist. Also ich mache jetzt billig. Ich habe jetzt die Dinger erstmal rausgemacht. Und nehme erstmal die Spannung von den anderen Speichen, von den gegenüberliegenden. Sehr viel Spannung drauf. Achtung! Da. Jetzt ist der Laufrad der relativ gerade. Jetzt kann ich wenigstens den Zug tauschen hier. Und der hat es auch bitter nötig. Guckt euch mal an, wie rostig der ist. Es rollt. Und es bremst irgendwie. Also das ist schön in Ordnung. Die Felge ist eh durch. Also deswegen, eine neue Felge muss ran. Spiel hat sie auch. Speichen sind kaputt. Höhenschläge, Seitenschläge. Die Speichen sind nicht wirklich zentrierbar. Da muss ein neues Hinterrad rein. What do you use it for? Security. For my daily vlogs. No. Yeah. I thought you don't have a phone or nothing, and now you do. Yeah, but I have a phone. Can I shut up. So nobody do daily vlogs. No, nobody answers. If you did daily vlogs, I would sign up and watch you every day in London. When I go back, I would. Yeah, would like, you fuck can. Fuck you, do them. Yeah. Come on. What is it? I've wrote it down. Let me open it up with my finger, they already have it. That's me. And is your thing is Fahrenheit? Fahren station? Na du! Papa, lass mich. Ich bin gerade hoch jetzt, weißt du, gerade hoch. Du willst ja. Jetzt wieder hoch da. Tja. So. Ach ja, eine Hiobsbotschaft für den guten Mann. Das ist ein Peugeot-Hinterrad hier. Steht. Also, erstens,
die Achse ist kaputt. Man hier dreht und das eiert und eiert. Hier, die Achse ist kaputt. Zweitens, der Zahnkranz hier, der eigentlich locker war, weswegen du hier angehalten hast, der lässt sich nicht mehr festschrauben. Der ist nicht einfach nur runter. Sondern, Achtung, ja, beim Festschrauben rutscht er wieder runter. Ist kaputt, der Zahnkranz ist kaputt, die Achse ist kaputt. Ich möchte mal behaupten, das Laufrad ist kaputt. Leider. Der Reifen ist gut, aber das Rad auch. Der Rest muss erneuert werden. Oh Mann, die Porsche-Sitze da vorne sind so bequem. Ich bin jetzt schon das zweite Mal fast drin eingepennt. Darf man sich nicht hinsetzen. Ist ja unglaublich, ist auch so wenig los, dass ich da drin einpenne. Ist ja nicht zu fassen. Ich guck mal einen Computer runter und mach mal eine Bestellung. Ich habe natürlich alles andere gemacht, außer einen Computer zu holen. Mann. Tausendmal abgelenkt worden zwischendurch. Aber so ist das. Also hat das kühle Wasser auch geholfen. Nuki, Foto von einer Wespe gestochen. Hier. Zeig. Aber kann man kaum sehen. Ja. Vielleicht hat sie ganz klein gestochen. Hast du Glück gehabt? Mhm. Aber du meinst.